Hallöchen und willkommen zu einer kleinen Runde Forza Motorsport 7 auf dem PC. Und ja, bin auch ganz, ganz frisch. Da oben rechts sehen wir es. Prisma Erde 227, das bin ich. Der Name wurde mir, glaube ich, mal zufällig zugeteilt. Warum und wieso auch immer. Keine Ahnung. Jedenfalls Stufe 1, ganz frisch hier im Drivers Cup. Beziehungsweise den wir dann irgendwann mal erreichen wollen. Und zwar den Forza Drivers Cup. Das ist der Einzelspieler-Modus. Und ich würde sagen, da können wir doch eigentlich direkt mal reinschauen. Der Forza Drivers Cup ist die größte und abwechslungsreichste legale Rennsportserie der Welt. Seit langem lockt er die besten Fahrer an. Nur wer schnell, flexibel und anpassungsfähig ist, kann auf den legendärsten Rennstrecken aller 5 Kontinente gewinnen. Einige wenige schaffen den Sprung nach ganz oben und verewigen sich in den Geschichtsbüchern. Doch zunächst werden sie in die Rolle vorheriger Sieger schlüpfen und erfahren, was alles nötig ist, um den begehrtesten Preis des Rennsports zu ergattern. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja, jetzt hör auf. Wundert euch nicht, die Zwischensequenzen, die können immer mal ein bisschen ruckeln. Man kann den Mist hier leider nicht abbrechen. Auch die Fahrer, die unerschrocken die Grenzen des Möglichen ausreizen, leisten ihren Teil. Der Pokalsieger der letzten Saison, Michael Müller, ist ein solcher Fahrer. Er ist dafür bekannt, auf rekordverdächtige Autos zu setzen. Doch beim letzten Dubai Invitational erregte er großes Aufsehen mit einem Auto, von dem niemand wusste, dass es überhaupt existiert. Michael Müller, okay. So, los geht's. Ich fahre übrigens mit Lenkrad und ja. Allerdings nicht. Alter, da war sie doch schon. Moment. Die Perspektive. Ja. Müssen gleich erstmal gucken, dass ich hier noch ein bisschen was anderes einstelle, auch für bei den Fahrhilfen und so weiter. Moment. Fahrhilfen? Mit diesen Fahrhilfen können Sie das Handling Ihres Autos genau einstellen. So, normal lasse ich mal. Das habe ich aus der Demo gelernt, dass das auf Simulation sich noch bescheidener fährt. Zumindest mit einem Lenkrad ist es irgendwie ganz komisch. Also Project Cars 2 fährt sich deutlich besser mit Lenkrad als Forza Motorsport 7. Es geht, aber zurückspulen mag ich eigentlich nicht. Egal, können wir mal drin lassen. Schadenkraftstoff kosmetisch. Ja, wir lassen das erstmal auf kosmetisch. So, und weiter geht's. Jo, dann müssen wir erstmal die drei Übungsrennen oder Testrennen absolvieren. Und danach geht's dann richtig los mit unserem eigenen Charakter. Den konnte man schon erstellen, bevor das hier alles gestartet ist. Und uiuiuiui. Soll sich aber dahingehend sehr gut mit Gamepad wohl steuern lassen, so wie ich das gehört habe. Ja, die Zwischensequenzen, die ruckeln so ein bisschen an sich. Das Spiel läuft enorm flüssig. Da überhaupt keine Probleme. Die Demo lief schon unfassbar flüssig. Und ich finde immer noch, dieser Rennwagen hier, der steuert sich ein bisschen bescheiden. Aber das kriegen wir schon irgendwie über die Runden hier. Das sind ja jetzt bloß sozusagen drei kleine Rückblenden, die wir fahren, die es auch schon in der Demo gab. Einmal mit diesem Auto hier in Dubai, dann einmal mit den Trucks und dann nochmal die andere Nürburgring-Strecke bei Regen. Und genau die fahren wir jetzt auch. Und danach geht es dann richtig los mit unserem eigenen Charakter. Oh, du Sack! Hat er mich einfach in die Bande gedrängt. Ich versuche schon so wenig wie möglich zu rempeln. Ja, die Karriere, die soll ganz angenehm sein. Bin ich mal gespannt, was uns da alles so erwartet. Und... oh, shit. Fuck. Ja, gut. Müssen wir wieder ein bisschen aufholen. Ich mag dieses Rückspulen überhaupt nicht bei Autorennspielen. Ich finde das zum Kotzen. Für mich gehört das in einen Sack mit mitlevelnden Gegner beim
bei Rollenspielen und noch irgendwas anderes, was mir gerade nicht einfällt. Ich hoffe, ihr hört das Lenkrad nicht zu laut. Das ist nämlich das erste Mal, dass ich mit Lenkrad, also wenn ich mit Lenkrad fahre, aufnehme. Kann sein, dass man das vor Feedback immer mal klappern hört, wenn ich hier über die Seitenbegrenzung fahre. Ja, beim Charakter erstellen, da ist nicht so viel mit erstellen. Man wählt dann lediglich am Anfang erstmal aus, ob man Männlein oder Weiblein sein möchte. Und dann hat sich's auch schon erledigt mit der Charaktererstellung. Deswegen. Ich weiß gar nicht, ob man das Licht anschalten kann. Das fiel mir in der Demo schon auf, dass es hier drin sehr, sehr dunkel ist. In der Demo fuhr man hier zwei Runden. Mal schauen, ob jetzt hier bloß die eine oder ob da noch eine kommt. So. Okay, das war's sogar schon. Dritter. Na gut, ist okay. Hui. Also vom Fahrgefühl her finde ich Project Cars 2 deutlich besser, muss ich sagen. Aber Vielseitigkeit bedeutet, sich jedes Auto zu eigen zu machen. Na, wie gesagt, die Zwischensequenzen ruckeln, warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Diese Vielseitigkeit unter Beweis stellen, denn niemand wird mit nur einem Auto siegreich sein, egal wie schnell es ist. In Mugello erzielte Maria Rossi einen Punktevorsprung und gewann schließlich den Cup selbst, indem sie einen eher unkonventionellen Renntruck meisterte und damit den Sieg einfuhr. Sehr schön. Ja, tut mir leid, ich habe, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung, warum die Zwischensequenzen so ruckeln. Das ist mir ein Rätsel. Alles andere läuft ja perfekt flüssig, ne? Auf maximalen Details wohlgemerkt. Okay, hier geht's wieder. Hier ruckelt wieder nichts. Merkwürdig. Jedenfalls, mir ist es jetzt relativ egal, ob so ein Rennspiel eher simulationslastig ist, eher arcadig ist oder. Ich möchte bloß eine Karriere, in der ich ein bisschen Geld verdienen kann, Autos kaufen kann und so weiter und so fort. Und das ist ja hier dann doch eher gegeben als im Project Cars zum Beispiel. Ne? Da hat man ja alle Autos von vornherein und dann. Da ist ja nichts mit Geld verdienen oder so. Durch gewonnene Rennen. So, mal schauen, wie der sich hier fährt, denn dieses Rennen bin ich nämlich nicht gefahren in der Demo, weil ich mir dachte, ach naja, die Trucks, boah, weiß ich nicht, muss nicht sein, aber okay, geht ganz gut ab. Ich bin so ein bisschen eingekeilt zwischen den beiden. Sind wir vorbei? Ich mich. Okay. Das rumpelt aber ganz schön hier drin. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich finde, dass das Force Feedback eigentlich ganz gutes Feedback halt einfach gibt, ne? Wie sich das Auto gerade verhält, das finde ich okay. Oh, dreh mich doch nicht! Die fährt mal hinten links rein, die andere oder der andere, keine Ahnung. Ob hier Männer und Frauen gemischt fahren bei Truckrennen, keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gesehen. Junge. Das wäre gemein. So. Jetzt kann ich mal hier noch mal einen überholen. Aber fährt sich ganz gut, hätte ich gar nicht gedacht, Mensch. Also, wenn mir nicht gerade einer hinten das Heck wegzieht. Ui. Huch, sorry. Ja, erstmal ein bisschen dran gewöhnen, ne? Braucht man immer so ein paar Runden. Okay, außen überholt, auch nicht schlecht. Kann auch nach hinten gucken, geht auch. Und ich muss sagen, weil ich davor so ein bisschen Bammel hatte, dass das mit dem Lenkrad nicht funktioniert oder nur schwer funktioniert,
weil ich immer mal gelesen hatte, dass die ganzen Lenkräder wohl nicht erkannt werden oder natürlich nicht bei allen, aber viele hatten geschrieben, dass das so nicht funktioniert. Aber ich habe das dran gestöpselt und das Spiel hat es automatisch erkannt, kalibriert und ich musste überhaupt nichts einstellen. Also dahingehend gab es mit dem T150, ist das, überhaupt keine Probleme. Ja, super, Truck-Rennen erledigt. Truck ist, dürfte relativ lediert gewesen sein jetzt. Da gab es einige Rempler an sämtlichen Stellen, vorne, hinten, links und rechts. So, und jetzt das letzte Rennen auf dem Nürburgring. Flexibilität. Nur wer vorbereitet ist, wird mit Veränderungen zurechtkommen. Die Cup-Legende Ukio Takagi ist für absolute Konzentration bekannt, selbst bei Sturzregen. Um beim Forza Drivers Cup Erfolg zu haben, müssen die Fahrer stets damit rechnen, dass keine Runde der anderen gleicht. Ganz so dynamisch ist das Wetter wie in, hier nicht, wie in Project Cars 2 zum Beispiel. Da kann sich deutlich mehr ändern. Aber hier, das sieht auch nicht schlecht aus, wenn es dann anfängt zu regnen. Oder zu stürmen sogar. Jo, schauen wir mal. Das dritte und letzte vorläufige Rennen erstmal. Und der Wagen, finde ich, klingt saugeil. Oh, da ist schon einer abgeflogen rechts. In der Demo ist es ja so, dass es in der ersten Runde hier noch trocken ist und am Ende der ersten Runde fängt es dann leicht an mit Regnen, in der zweiten dann relativ stark. Und man merkt dann schon deutlich einen Unterschied im Vergleich zur trockenen Fahrbahn, zur trockenen Rennstrecke. Bremst denn der so? Dann fahr aber auch, wenn du mich überholst. Es wird ein bisschen weniger. Ja, super. Das war das Einfachste von allen dreien, fand ich. Sehr schön. Wunderbar. Ich werde auch die KI ein bisschen höher stellen in der Karriere an sich. Dass es einfach mehr Bock macht. Dass man nicht einfach so jedes Rennen easy gewinnt, sondern auch sich ein bisschen vorkämpfen muss. Aber schauen wir erstmal. Jetzt hätten wir die drei Rennen erstmal hinter uns gebracht. Jetzt wissen Sie, was für den Sieg nötig ist. Geschwindigkeit, Vielseitigkeit, Flexibilität. Der Rest liegt an Ihnen.
Sie werden gleich am exklusivsten Wettbewerb der Motorsportwelt teilnehmen. Nur die Besten nehmen am Forza Drivers Cup teil. Sie werden bis ans Äußerste gehen müssen, doch wenn Sie die Trophäe endlich in Händen halten, wird jeder wissen, dass Sie der beste Fahrer der Welt sind. Na da, okay. Ja, es gibt dann verschiedene Stufen der Meisterschaften und man beginnt natürlich mit der einfachsten, mit der leichtesten oder mit dem Seeker Championship und darin enthalten nochmal verschiedene. Meisterschaft. Jede Serie beruht auf über 50 Autoklassen mit verschiedensten Fahrzeugtypen. Okay. Es stellt sich also die Frage, mit welcher Serie möchten Sie beginnen? Mit welcher wollen wir denn beginnen? Ja. Ach, beginnen wir einfach mal, fangen wir ganz einfach mit dem ersten an. Es ist auch nicht so wichtig, dass man unbedingt jedes Rennen gewinnt. Man sammelt halt einfach Punkte über die ganzen Serien und Rennen hinweg. Und wenn man dann oben diese 2500 Punkte, die da oben zu sehen sind, erreicht hat, kann man in die nächste, hier in diesem Breakout Championship zum Beispiel und dann so weiter und so fort. Deswegen ist es nicht so dramatisch, wenn man dann nicht jedes Rennen sofort gewinnt. Wer Rennen fahren möchte, braucht auch einen Rennwagen. Der erste geht auf mich. Also suchen Sie sich ruhig Ihren Favoriten aus. Diese Autos zeigen, dass Größe auch täuschen kann. Diese Hot Hatches sind auf Performance und Funktion ausgelegt. Ideal, um enge Straßenstrecken zu bewältigen. Okay, cool. 100.000 Credits haben wir da oben. Der erste geht auf ihn, ne? Ich fand den hier oben ganz gut. Ich kenne mich selber mit Autos an sich überhaupt nicht aus. Also da... Wie gesagt, mir macht das Spaß, solche Spiele. Ich liebe das. Ich habe früher schon die Gran Turismo-Teile alle gezockt. Bis zum Abwinken auch viele andere Motor-Forza-Sport-Teile und Forza-Motorsport-Teile. Nicht Moto-Forza-Sport-Teile. Forza-Motorsport. Und ja, ich mag das einfach. Aber an sich mit Autos selber kenne ich mich nicht so gut aus. Ich nehme jetzt einfach mal den hier. Ich denke, das passt ganz gut. So. Es gibt neue Designs, mit denen Sie Ihrem Auto eine persönliche Note verleihen können. Designoption, okay. Nö, passt schon. Wir nehmen den einfach so Standard, wie er ist. Ja, möchte ich aber nicht. Das soll Standard bleiben. Kann ich den nicht so weiß lassen? Oder muss ich da jetzt einfach ein Design nehmen. Was meinen wir denn mit R, mit Umschalten? Ach, da unten, okay. Anscheinend muss ich irgendein Design nehmen, oder? Dann nehme ich halt das letzte. Ja. Okay, gut. Egal. Wir sitzen ja eh drin, da sehen wir es nicht so sehr. Vor dem Rennen können Sie noch letzte Änderungen vornehmen, etwa am Getriebe oder Tuning. Ein letzter prüfender Blick vor dem großen Auftritt hat noch nie geschadet. So, man kann nämlich die Rennlänge einstellen. Standard lang. Auf Standard wären das, Moment, 5 Runden sogar, okay. Hier lässt sich auf, die Länge der Rennen ändern. Jaha. Trainieren Sie so Ihre Ausdauer. Auf lang wären das 17 Runden. Ach Gott, ich gehe kaputt. Wie lang ist denn die Rennstrecke? 1,85 Kilometer. Ja, lass uns mal bei 5 Runden bleiben. So. Ideallinie, nur die Kurven. Also mir wird nicht beim Bremsen geholfen. In dem Fall, sondern da wird mir bloß die Ideallinie in den Kurven angezeigt. Eigentlich schalte ich davon auch immer noch ganz gern was aus, aber ich lasse das jetzt hier einfach mal an. Und... Nein!
Ich wollte doch die Schwierigkeit gerade, den Schwierigkeitsgrad noch nach oben schrauben. Das ist doof. Wenn das fertig geladen hat, dann startet das Rennen nämlich automatisch, ohne dass man da ewig noch was einstellen kann. Das finde ich. Ach, guck mal. Ah, okay, es geht noch. Gravatar-Schwierigkeitsgrad. Genau. Würde ich gerne auf. Guck mal, ich hatte nämlich in der Demo sehr erfahren. Dann nehmen wir mal einfach mal sehr erfahren. So. Alles bereit? Jetzt halt doch mal die Klappe. Mann, die Sprecher kotzen mich an. So, das Hut. Ich wollte noch irgendwas ausschalten. Das war, warte mal, das war dann wieder bei den Fahrhilfen, glaube ich, drin, ne? Dieses Rückspulen. Das geht aus, damit mir das dann auch nicht andauernd angezeigt wird. Eine Testfahrt könnten wir machen. Tunen und upgraden könnten wir noch. Upgrade Shop. Kennt man vielleicht aus Forza Horizon 3. Ja, jedenfalls, wir lassen den jetzt einfach mal so, wie er ist und gucken mal, wie wir uns schlagen können. Finden Sie die besten Mods, um Ihre Fähigkeiten zu testen und mehr Credits zu verdienen. Ja, ja. Sie erhalten halt die Klappe. Mods bekommt man aus solchen Kisten, die man sich da irgendwie kaufen kann, durch die Credits, die man halt freischaltet. Und dann kann man die unten einpflegen, dass man halt mehr EP bekommt oder mehr Credits am Ende eines Rennens und so weiter. Muss man nicht machen, bekommt man auch immer mal so welche, ohne dass man oder einfach durchs Fahren. Was haben wir denn noch? In diesen Kisten finden Sie Fahrerausrüstung, genau. Mods und spezielle Fahrzeuge für Ihren Fuhrpark. Ich mag dieses Rumgequatschen nicht. Ich meine, ich kann mir selber vieles erschließen. Muss mir nicht alles vorkauen. Ja, hier könnten wir drei öffnen zum Beispiel von diesen Kisten. Warte mal. So, jetzt zum Öffnen. Können einfach mal öffnen. Mal gucken, was da so drin ist. Plus 100% Credits. VIP Blau, VIP Gelb, 2014er BMW und unsere Sammlung hat sich verbessert. Das ist ja toll. Chevrolet, 69er. Kriege ich die alle oder kriege ich bloß eine? Okay. Ja, die eine heben wir uns mal noch auf. Tatsächlich, man bekommt alle. Dann könnte ich hier praktisch... Könnte ich da zwei reinbauen, um 200% mehr Credits zu bekommen. Okay. Bin mir nicht sicher, wie gut ich bin. Deswegen lasse ich die erstmal raus. Jo, jetzt aber komm, ab, Rennen starten. Ah, sehr gut, direkt im Cockpit. Moment, wie mich das nervt. Ich suche Namen über Autos aus, das interessiert mich nicht, wer da fährt. Ich brauche auch keine Geister. Rückspulnachricht aus, Rennleistung aus. Ich mag immer nicht, wenn so viel Mist angezeigt wird während des Rennens. Ernährungspfeile aus, weil das kann nämlich mal richtig viel werden. So, jetzt, weiter geht's. Okay, 11 von 20 starten wir. Erstmal gucken, wie der sich hier so fährt. Du Drecksack! Das gibt's doch nicht! Da sind wir einfach hinten in die Seite reingefahren. Oh. Dieser Bastard. Ey, so schön überholt, ne? Kein angerempelt. Und dann sowas. Das ist der Dank. Na warte, ich kämpf mich vor. 5 Runden haben wir ja immerhin.
Also sowas. Nur ist das natürlich eine relativ kurze Rennstrecke. Das heißt, da sind 5 Runden auch nicht so viel. Aber 17 Runden wäre dann auch ein bisschen zu lang gewesen. Da wäre es vielleicht okay, wenn man die Rundenanzahl selber einstellen kann. Ein bisschen schneller als das ein oder andere Auto sind wir ja. So, auf Platz 11 wieder vorgekämpft. Fuck, entschuldigt. Das ist die Schwierigkeit beim Rennfahren. Da kann ich mal nicht eben das Mikrofon ausschalten per Taste, weil ich die Hände am Steuer habe. Also eine Hand am Steuer, die andere am Smartphone. Klar, so wie das heutzutage anscheinend üblich ist. So, wer war das nochmal? Wer hat mich da vorhin gedreht? Ich weiß es nicht mehr. Platz 10. So, Runde 3. Okay, na, mal gucken. Ein paar Plätze kommen wir vielleicht noch vor. Na, hörst du auf? Mann! Was sind denn das für Säcke, ey? Ihr fiesen Dreckschweine. Der wollte mich schon wieder rauskegeln, ne? Ich weiß, ich habe die Annäherungspfeile ausgemacht, aber ja, würde es halt auch nicht verhindern, dass die sowas machen. Ich meine, ich kann ja ungefähr abschätzen, wo die sind, wenn ich sie überholt habe. So, Platz 8, 2 Runden noch. Schweine. Euch kriege ich noch. Euch 3 möchte ich gerne noch überholen. Ja, den hier kriege ich wahrscheinlich jetzt. Ja. Super. Du Arsch. Kann auch sein, dass der das vorhin war oder der hier vorne. Ich glaube, das war so ein orangener oder brauner oder was. Na gut, Platz 5, okay. Ja, wieder ganz gut vorgekämpft. Wie gesagt, Schwierigkeit ist ja ein bisschen erhöht und das passt soweit. Bin ich recht zufrieden, muss ich sagen, fürs erste Rennen. Das passt. Hm? 80 Serienpunkte bekommen. Wunderbar, weiter geht's. Laut dem Cup-Reglement erhalten Sie für jedes Rennen Serienpunkte, unabhängig von Ihrer Platzierung. Allerdings gibt es mehr Punkte, je besser Ihr Platz ist. Okay, nächstes Rennen. Fahren wir noch eins, oder? Gravitas-Schwierigkeit plus 2700, okay. Wie Sie mehr Belohnungen erhalten? Ganz einfach. Immer. Es ist Regen gemeldet. Oh Gott. Die Strecke könnte rutschig werden. Lädt halt manchmal. Okay, so gut. Das ging jetzt schneller. Brands Hatch in die Strecke. Okay, und go.
komm, jetzt fahr doch mal nicht wie so eine Oma. Oder Opa. Oder irgendein geschlechtsneutrales älteres Wesen, egal. Denselben Fehler machen oder denselben Quatsch machen wie die anderen in der letzten im letzten Rennen mit uns. So. Ich kann auch direkt mit dem Lenkrad so ein bisschen nach links und nach rechts gucken oder nach hinten. Neben mir, wehe, der ballert mich hier wieder raus. Oder ich mach selber. Ah, Glück gehabt. Was ist hinter mir? Puh. Ups, sorry. Weiter. Jawohl. Okay, super. Ja, vielleicht kann man da die Schwierigkeit noch ein bisschen hochschrauben. Na, mal schauen. Vielleicht im nächsten Rennen. Vielleicht fahren wir einfach mal die... Was sind das hier? 3 Rennen? 4 Rennen? Ach komm, dann fahren wir hier die Serie einfach mal zu Ende. Okay, dann hätte ich jetzt gar nicht so dolle bremsen müssen. Aber weit abgeschlagen. Oh, kein Mist bauen, bloß nicht abfliegen. Na, da hinten fahren sie. Ja, mal schauen, vielleicht können wir nochmal unsere eigene beste Runde ein bisschen überbieten oder unterbieten. Ja, plus eine Sekunde. Hier war ich vorhin ein bisschen langsam. Vielleicht kann ich da ein bisschen was rausholen. Und? Plus 0,79. Dann vielleicht jetzt die letzte Runde nochmal. Ah, so nicht. Oh je. Yeah. Bloß nicht in der letzten Runde. Das war jetzt noch einfacher. So. Ja, das lief relativ reibungslos ab, würde ich mal sagen. War okay. Sehr gut. Oh,
Hier, 200 Punkte direkt, oder was? Oder habe ich die jetzt insgesamt, habe ich die dazu bekommen? So fährt man Rennen, gut gemacht. Sehr gut. 280 Punkte, die haben wir da tatsächlich dazu bekommen. Komm, weiter, nächstes Rennen. Würde ich aber die Schwierigkeit, den Schwierigkeitsgrad einfach nochmal ein bisschen nach oben schrauben. Glückwunsch, Sie haben soeben einen Meilenstein erreicht. Da Sie einen Meilenstein erreicht haben, können Sie nun eine Belohnung auswählen. Dies kann ein neues Auto, ein Mod oder eine Anzahl Credits sein, aber für jeden Meilenstein gibt es andere Belohnungen. Also Credits würde ich nicht nehmen. Jetzt irgendeinen komischen Anzug. Ich meine, das ist ja eine Sache, die sehe ich selber nicht, ne? Also man kann den schon ja ein bisschen mehr individualisieren, gerade so vom Anzug her oder vom Helm her, den eigenen Fahrer, aber ich nehme mal das Auto mit. Achso, ich kann es für 4.000 kaufen, statt für, achso, 40.000 Rabatt. Achso, ja, dann nehme ich das mal. Jawohl, das Auto hat es Ihnen wohl jawohl, das hat es mir angetan. Hier sehen Sie Ihre Autosammlung. Jedes Mal, wenn Sie ein Auto erhalten, füllt sich Ihre Autosammlung und Ihre Sammlerwertung steigt. Gewöhnlich, Sie selten. Ihre Sammlerwertung, um höherwertige Autos und bessere Belohnungen in die Finger zu bekommen. Okay, also ihr seht, es geht schon nach unten, aber es geht auch noch eine ganze Weile nach rechts. Na, so knapp 700 Autos irgendwie, plus minus, besitzt das Spiel wohl. Ja, geil. Rang 2. Sehr gut. Jawoll. Nee, ist ganz schön gemacht, so mit allem drum und dran. Wunderbar. Das Geld zum Ausgeben. Hey, warum investieren Sie nicht in eine Preiskiste? Sie könnten Mods, Fahrerausrüstung oder etwas anderes Tolles bekommen. So, wir nehmen mal... Ja, wir nehmen mal noch eine Schwierigkeitsstufe mehr. Und weil ich... Komm, weil ich nicht so ein richtig krasser Draufgänger bin, nehmen wir einfach mal so eine VIP-Belohnung. Und zwar plus 100% mehr Credits. Oh, hier bei Nacht. Habe ich Licht am Auto? Ist jetzt die Frage. Hatte ich in der allerersten? Ja, da. Noch ist es dran. 4 Runden? Ja. So, ich guck nochmal. Hat es übernommen, ne? Schwierigkeitsgrad Experte, genau. Okay. Forzaton. Naja, kann man auch missinterpretieren. Okay, ja, geil. Starten wir direkt mal. Schönes Nachtrennen. Los. Wir starten immer mittendrin, ne? 11 und 20. Wo geht's denn lang? Erste Kurve ist linksträchtig. Aha. Shit, ich wollte vielleicht innen vorbei, aber boah, das denken sich die anderen auch. Boah, diese Rempler, ey, ich fass es nicht. Sorry. Was hat der denn gerade gemacht? Der hat so zeitig gebremst. Jawohl, rutsch ruhig ein bisschen. Also Spaß macht's mir auf alle Fälle, ne? Bisschen Geld verdienen nebenbei, dann die verschiedenen Rennen fahren, verschiedene Autos probieren und immer wieder neue Sachen freischalten. Ja, gibt so einen schönen Belohnungsrhythmus, finde ich. Huch! Okay, eventuell hatte ich das anders geplant. Fuck, 17. Na gut, Runde 2. Beginnen wir nochmal von vorn. Scheiße.
So, aber jetzt habe ich die Rennstrecke gelesen. Jetzt weiß ich genau, wo ich bremsen muss. Ja, okay, da noch nicht. Gott sei Dank ist der Schaden bloß kosmetisch. Sonst hätte hier keiner mehr Licht am Fahrzeug. Da. Also hören Sie mal. Okay, 13. Wird langsam. Vielleicht kriegen wir noch davon, die sind das 1, 2, 3, 4, 5. Mal schauen. Unter die Top 10, das wäre mir schon ganz recht. Gerade jetzt, wo ich Depp dieses VIP-Ticket da eingesetzt habe für die 100% mehr Credits, hätte ich schon Bock, dass ich hier ein bisschen besseren Platz noch absahne. Sei nicht dumm, mach keine dummen Sachen. Jawohl. Oh, rechts von mir ist einer. Vorsicht nicht, dass der mich hier wieder dreht. Shit, okay, das war... Ja, die letzte Kurve, mit der habe ich es nicht so. Vielleicht jetzt in der vorletzten Runde. Leicht abgekürzt. Ah, guck mal. Es wird hell. Es wird hell. Also die Übergänge sind auch sehr schön gemacht. Kann man nicht meckern. Auch allgemein so das Drumherum. Ich finde das zwar mit dem Feuerwerk so ein bisschen überflüssig. Weiß nicht, ist das... Ich war noch nie auf einer Rennstrecke. Leiblich. Ist das so, ja, dass da nach jeder zweiten Runde irgendwo ein Feuerwerk abgelassen wird? So, langsam nähern. Nicht übermütig werden. Keine dummen Sachen machen. Sowas zum Beispiel. Ist er hinter mir? Da. Jawohl. Platz 12. Den hiervon kriegen wir auch noch. Wir gucken wenigstens einen noch. Oh, jetzt kommt wieder meine Lieblingskurve. Ja, deutlich besser. Deutlich besser. Bisschen zu viel gebremst sogar am Anfang, aber lieber so, als wenn es mich wieder komplett rausträgt aus der Kurve und ich da mit der Bande ein wenig auf Kuschelkurs bin. So. Okay, letzte Runde, letzte entscheidende Runde, dass ich hier vorn vielleicht nochmal den einen oder anderen kriege. Das sind 2, 3, 4 sehr nah beieinander. Eventuell einen würde ich gerne noch wenigstens Platz 10. Jetzt sind wir genau auf dem Platz, auf dem wir gestartet sind. Könnte auch so gut, genauso gut die erste Runde sein in dem Fall. Gib Gas. Komm schon, Prisma Erde. Jawohl. Nee, doch nicht. Doch. Ah, da dürfte neben mir sein. Ich hoffe, der dreht mich nicht. Einzigen. Dann werde ich einstellig. Platz 9. Vielleicht sogar noch den zweiten davor. Mal schauen. Okay, den frühstücken wir ab. Den zweiten auch direkt noch. Okay, fantastisch. Jawohl. Ja, können die nochmal vorbeinehmen? Dürfen sie nicht packen. Okay, Platz 8. Oh, Gott sei Dank. Immerhin noch ein bisschen was rausgeholt. Puh. Ja, sehr schön. Geht doch. Ich glaube, ich muss das Lenkrad noch ein bisschen anders einstellen. Denn mir kommt so vor, als ob das Spiel bloß 180 Grad Lenkeinschläge wahrnimmt. Beziehungsweise verhält sich es in-game ein bisschen anders, als ich das hier lenke. Es geht, aber es ist ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig, deswegen... Sich da einfach mal schauen. Gefällt Ihnen dieses Design? Nee. So, letztes Rennen.
Genau. Finale dann schon. Na dann los. Puh. Trotzdem 5000 Schwierigkeitsgrad, ne? Ach ja, plus Mods. Ja, okay, hat sich gelohnt. Ach, die kann ich mehrfach einsetzen, die 100%-Karte. Fünfmal. Ha! Das letzte Rennen der Serie. Geil. Ihre Finesse und Unerschrockenheit haben sie bereits unter Beweis gestellt. Jetzt müssen sie nur dranbleiben und allen zeigen, wer den Pokal am meisten verdient hat. Wenn ich hier... Was? Ich war noch nicht fertig. Das sind jetzt hier bloß... Die Rennstrecke ist zwar irgendwie 5, irgendwas Kilometer lang. 5,4. Sind aber nur 3 Runden. Wenn ich jetzt mal... 10 Runden. Das ist mir dann schon wieder ein bisschen zu lang. Ne? Also... Schade. Den Schwierigkeitsgrad nochmal erhöhen. Komm, ich lasse jetzt nochmal richtig eingucken hier mit dem letzten Rennen. Erhöhen wir nochmal auf Pro. Und ja, ab dafür, wa? Los geht's. Soll ja Spaß machen. Na, schleich da nicht so hin. Okay. Platz 13 startet der Herr. Prisma Erde kommt von hinten. Oh, hier. Die gemeinen Raudis. Ich könnte denken, ich spiele das Spiel auf der Toilette. Von meiner Geräuschkulisse her. Oh, da war wieder so einer. Drecksack. Da, der Typ in Blau hinter mir rechts, dort im Seitenspiegel. Da oben sieht man auch noch. Na gut, immerhin irgendwie 2 Plätze gut gemacht. 3. Platz 11, Platz 10. Links kommt er vorbei. Aber wir mit leichtem Vorteil auf der Innenbahn eventuell. Mal schauen. Ja, kann ich nicht ganz ausspielen. Ah, aber eine schöne Rennstrecke. Also die macht Spaß zu fahren bis hierhin. Mal gucken, vielleicht ändert sich ja hier das Wetter nochmal. Weiß ich jetzt nicht. Aber das ist schon, man merkt schon, der Schwierigkeitsgrad. Schon noch mal ein bisschen angezogen. So, okay. Puh. Weiter geht's. Verliert. Huh. 210 fertig Kiste. Wahnsinn. Und noch mehr. Verdammt. Oh, das war aber nicht ich da links bei dem.
an seiner rechten Seite. Ich bezahl's dir, wenn ich hier durch bin. In den früheren Forza Motorsport-Teilen, da war das doch so, dass man erstmal, je nachdem wie viele Verhalten man an- oder ausgeschaltet hat, erstmal mehr Credits bekommen hat und wenn man sein Auto halt zu sehr geschrottet hat, dass man das wieder abgezogen bekommen hat. Das fand ich eigentlich ganz geil. Weiß nicht, ob das hier auch so ist, wenn ich den Schaden auf, halt nicht nur auf kosmetisch stehen habe, sondern auf, ja, vollständig bis hin zum totalen Funktionsverlust der ganzen Kiste hier. So, Runde 2 immer noch, ja. Und Stoff. Ah, shit. Der kommt vielleicht vorbei. Nein! Oh, was mache ich denn? Das war doof. So, mal schauen. Könnte sein, dass der jetzt hier vorbeizieht. Sogar noch mal hier ein. Ich bin schon froh, wenn wir dabei bleiben bei Platz 10, aber sieht gerade ganz gut zumindest aus, dass die hinter mir jetzt ein bisschen weiter weg sind als noch in der letzten Runde an derselben Stelle. Fährt er vorbei. Jawohl! Und ich bleib so. Ich kenne noch mein Talent. So, Ziel gerade. Nee, noch nicht. Bald. Noch ist er hinter mir, ey. Glück gehabt. Ich wusste es. Ich wusste es ganz genau. Komm jetzt noch Stoff. So, letzte Kurve davon. Hau bloß ab. Okay, super. Das. Okay, war auch geil. Immerhin Platz 9 rausgeholt. Sehr gut. Jawohl. Auto im Arsch, aber Platz 9. Ja, hat wieder Bock gemacht. Spitze, Sie haben Ihre erste Serie abgeschlossen. Jetzt sind Sie bereit für den nächsten Schritt auf dem Weg zum Fort. Oh, bisschen Geld verdient. Platz 3, nee, Rang 3. Kann ich mir wieder was raussuchen, ne? Ja, dann kaufe ich immer die Autos. Sehr gut. Schön. Ja, da hätten wir das erste Rennevent hinter uns. 790 Punkte verdient. Moment mal, wieso? Nur bei Schaurennen können Sie besondere, sehr seltene und einzigartige Autos erhalten, die den Wert Ihres Fuhrparks deutlich steigern werden. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, wieso kann ich jetzt hier nicht dran teilnehmen? Mal
wahrscheinlich muss ich das hier unten erstmal irgendwie machen. Gut, okay. Das war es erstmal für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ja, wenn es Bock gemacht hat, ich weiß nicht, vielleicht nehme ich gleich direkt noch ein bisschen was auf. Und dann war es das erstmal von mir. Ich bedanke mich bei euch und ja, haut rein. Schönen Tag noch. Ciao.